Hallo meine lieben Leute, euer Blueixtumer wieder am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von 3 Years of Mario Maker. Und heute wird das romantisch, denn wir müssen dafür sorgen, dass der Kuss von Peach an Mario erreicht wird. Und zwar von Clownkutschen Peach zu Clownkutschen Mario. Und dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Das Level ist von einem Australier mit dem Namen M. Kenne ich durchaus, auch von meinem zweiten Account her. Und dann schauen wir mal. Ja, der Kuss, der kommt da leider nicht durch. Nee. Und wir müssen Mario helfen, beziehungsweise Clownkutschen Mario helfen, damit die sich küssen können. Jawohl. Die Frage ist nur, wie wir das Ganze anstellen. Können wir das weghauen? Ja, können wir. Okay. Und, oh, es gibt anscheinend nicht nur eine Stage, sondern mehrere. Okay, ich dachte jetzt, das ganze Level ist auf einen Kuss aufgebaut. Aber nein, das scheint wohl so zu sein, dass wir sehr viele Küsse brauchen. Okay, gut. Und das ist wohl auch ein Rätsellevel. Und ja, das läuft bisher ganz gut. Ja, aber es wird noch schwieriger und da ist eine rote Münze gewesen. Da ist eine rote Münze gewesen und die nehme ich schnell mit. Ja, da bin ich auch gleich wieder. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Genau, hier ist eine Münze. Die will ich ganz gerne haben. Sehr gut, nice. Und weiter geht's. Und ich denke, in jedem Raum gibt es eine Münze. Würde ich mal schätzen. Und wie sollen wir das jetzt schaffen? Können wir die erledigen? Können wir erledigen? Ich weiß nicht. Okay. Das ist jetzt komisch. Kann ich die erledigen? Oh, nee. Ach, ich kann mit Marios Körper dafür sorgen, dass die nicht runterkommen. Okay. Gut. Und ich glaube, ich habe es schon geschafft. Dabei wollte ich es doch eigentlich gar nicht schaffen. Aber wenn die Flamme durchkommt, ja, dann kommt die eben durch. Aber ich finde jetzt keine rote Münze hier. Eventuell ist noch eine Münze hier oben irgendwo in einer Röhre drin. Das kann ich mir vorstellen, aber ich sollte nicht sterben. Aber ich schaue einmal noch in die letzte Röhre rein. Vielleicht ist da noch was. Oder da, wo ich was zerstören konnte. Ja, eventuell ist da eine Münze. Aber ich glaube nicht, oder? Ist da eine Münze? Wenn ja, dann wäre das ziemlich gemein. Aber ich glaube nicht, nee. Da komme ich dann höchstens da hinten hin. Nee, da sollte eigentlich nichts sein. Nee, höchstens ein Softblock, an dem ich gerade arbeite. Oh Gott. Nee. Da ist nichts. Okay, dann gibt es wohl nicht in jedem Raum eine Münze. Aber ist auch nicht so schlimm. Dafür gibt es wahrscheinlich dann mehr Räume. Und was müssen wir jetzt machen? Oh Gott. Okay. Ja. Und jetzt? Okay, wir brauchen doch wieder eine Bombe, oder? Wir brauchen doch wieder eine Bombe irgendwo. Oder hier den Powerblock. Ja. Und ach so, wir dürfen nicht getroffen werden. Oh, das ist blöd. Beziehungsweise, wir kommen hier wieder sicher runter. Alles klar. Und das ist eine Reset-Röhre. Ja. Okay, gut. Ja, erstmal muss man hier verstehen, was man überhaupt machen muss. Aber das geht eigentlich ganz gut klar. Ich darf einfach nur nicht getroffen werden. Und oh, da unten ist eine Münze. Das ist gemein mit den Münzen. Okay, vielleicht ist doch in jedem Raum eine Münze. Aber ich habe die vorher halt nicht gesehen. Aber wir werden es ja sehen. Ganz am Ende sollte auch noch eine sein und... Ach so, hier sind doch immer Powerblöcke, die man umbringen muss. Okay, kriege ich den Pilz? Ja, ich kriege ihn. Na, dann machen wir das und... Jawohl. Auf nach oben und wieder runter und das tötet mir. Jawohl. Und das war ganz gut. Sehr gut. Diesmal mussten wir Mario nicht wirklich küssen. Aber egal. Das passt schon. Checkpoints. Yeah. Und jetzt müssen wir wieder Küsse machen. Okay. So. Und das kriegen wir doch hin. Oh, ja, wobei das Trampolin ist durchaus nervig. Aber ich glaube, jetzt habe ich es. Nein. Okay. Ich muss da schneller wieder hochkommen. Ja, okay. Ich glaube, ich habe es langsam raus. So, bam. Und, ja, okay. Das zählt nicht. Okay. Vielleicht. Das war gut. Okay, ja, man kann auch mit rumspielen durchaus etwas erreichen. Und ich halte wieder Ausschau nach einer Münze, aber ich finde keine. Nö, also gibt es wohl nicht in jedem Raum eine. Und ich muss niesen. Na super. Mal gucken, ob ich den Nieser rausschneide. Ach Gott. Und, nein. Ich wollte mich gerade kratzen, aber ich darf mich nicht kratzen. Nee. Wir sind ja direkt im nächsten Raum. Alles klar. Okay. Und jetzt runter, oder? Runter, ja. Und, oh, hier war bestimmt eine Münze. Hier war bestimmt eine Münze, die ich verpasst habe. Und jetzt? Was jetzt? Ich gehe mal oben lang. Okay, das machen wir kaputt. Und hier ist eine Münze. Sehr gut. Und kommen wir hier rein? Nö. Oh, wobei doch, da ist ein Pfeil. Okay, die zeigte mir hoffentlich die rote Münze an. Alles klar. Und ich muss hier so durchrennen, dass das Feuer durchkommt. Ja, der Kuss. Sehr gut.
Und wir müssen noch einmal runterraumen. Und das zählte nicht. Was ist das denn? Okay. Gut, jetzt aber vielleicht. Autsch. Oh mein Gott, hier kann man durchaus sterben. Ja, ich muss, glaube ich, im Screen sein. Ja. Ich muss im Screen sein, sonst zerstört der Block sich nicht. Alles klar. Boss. Und auf die Luigis können wir drauf, oder? Ich hoffe doch. Und das machen wir natürlich. Ben. Und was? Zur Hölle? Okay. Okay, hier kann ich aber wieder hoch. Und es gibt eine Reset-Tür. Gott sei Dank. Oh mein Gott, ich hasse diese Sprünge. Ich hasse diese Sprünge. Okay. Ja, das sind so Baumstümpfe. Oh, wie soll das gehen? Okay, ich muss erstmal drauf klarkommen, auf diesen Sprung. Und, vielleicht ist es doch gar nicht mal so schwer. Aber, oh, das war sogar ganz gut, weil hier ist eine Münze. Okay, gut. Jetzt. So, ich muss den Sprung schaffen. Aber, es ist schwierig. Es ist schwierig. Okay. So, Ben. Oh mein Gott. Okay, aber ich habe den Takt raus. Und, shit. Okay. Gut, das ist tatsächlich nicht so einfach. Aber ich glaube, so langsam habe ich es raus. Okay, nochmal. Nochmal. Und vielleicht sollte ich auch schon vorher springen. So, eins, zwei. Eins, zwei, okay. Und ich muss hier noch durch. Okay, perfekt. Hat ja ganz gut, ganz schnell geklappt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da einige sehr lange brauchen. Und ja, rote Münze habe ich hier. Und ich denke, die letzte rote Münze ist am Ende. Ja, wir haben alle roten Münzen. Sehr gut. Sehr nice. Und wir kriegen wir Gold Mario und Peach. Und die letzte Amiibo ist dann die Amiibo, die uns auch aufgezwungen wird. Beziehungsweise, ja, wir werden wieder der große Mario. Nacho Mario. Okay, gut. Dann gehen wir mit dem Stern ins Ziel, oder? Ja. Okay, perfekt. Aber ich schaue trotzdem nochmal kurz im Baumeister-Modus, ob hier noch irgendwas Geheimes war. Denn das kann ja immer sein, aber ich glaube in dem Fall hier nicht. Okay, bis gleich. Nee, ich habe leider nichts mehr gefunden. Ja. Trotzdem cooles Level. Hat mich gefreut. Und demnächst kommt dann das nächste Level. Und mal schauen, ob das wieder ein Rätsel-Level wird. Ich habe ja Angst vor denen. Aber die werden kommen. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich eure Meinungen natürlich zu dem Level auch wieder in die Kommis schreiben. Und ansonsten bedanke ich mich für Daumen hoch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer BlueX2 und ciao! Herzen gehen an alle Zuschauer raus. Jawohl!